so, ich wäre also besser tot. Dann hättest du auf der Brücke ganze Arbeit leisten müssen. Die Chance ist leider vertan. Es war ein Unfall. Und eine zweite wirst du garantiert nicht bekommen. Nur damit du es weißt. Für Elena mache ich keinen Finger krumm. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Das muss doch eine Wahnsinnsgenugtuung gewesen sein, mich mit Elenas Falschaussage hinter Gitter zu halten, oder? In der Tat. Das war es. Denn da gehörst du hin. So eine Falschaussage, die hat nun mal ihren Preis. Warum sollte Elena den nicht bezahlen? Eigentlich war von dir ja nichts anderes zu erwarten. Menschliche Größe hat man dir wohl nicht beigebracht. Kreation eines neuen Verkaufsschlagers? Ist gar nicht so leicht, einen neuen Geschmack zu finden. Vielleicht doch alkoholfreies Bier. Was gibt's denn? Dieser Brief, der war in der Post. Ja, legen Sie ihn doch auf den Schreibtisch, bitte. Noch was? Er ist von einem Gericht. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ja, ich kann mir denken, worum es geht. Danke. Ach, ja? Wenn Sie ins Dorf gehen, könnten Sie mir vielleicht diese Zutaten mitbringen, bitte. Danke. Tja, aber traurig ist es trotzdem, Hildegard. Sehr traurig, dass ich bei den Proben nicht dabei sein darf. Tja. Und das alles nur wegen ein paar lustigen Schlangenlinien, die dein Fahrrad mit dir gefahren hat. Ja. Aber du solltest trotzdem noch mal mit dem Pfarrer Schrittl reden. Alfons, es ist der einfachste Weg. Ach, Hildegard, das predigst du mir ja ständig. Hildegard. Was denn? Schau her. Da sind sie ja, die beiden. Pfarrer Gutmeier und Pfarrer Schrittl. Die reden garantiert über mich und über den Chor. Das willst du jetzt von hier hören. Ja, worüber denn sonst? Mein Alfons, es gibt auch noch ein paar andere Themen. Hildegard, der Pfarrer Gutmeier hat so einen Rochus auf meinen Großonkel. Der will seinem evangelischen Amtsbruder bestimmt nur klar machen, dass die Aufführung auch nicht in seiner Kirche stattfinden darf. Also, du hast eine blühende Fantasie, um es mal sehr nett auszudrücken. Du, dein Chor ist denen wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ja, das glaubst du vielleicht, aber das können wir ja ganz leicht feststellen. Alfons, jetzt bleibst du aber hier. Mei, jetzt komm erst mal runter. Zerschlägst du ja noch viel mehr Porzellan. Und außerdem bist du offiziell für den Chor im Moment gar nicht zuständig. Hm? So, jetzt komm rein. Ich meine, was hast du denn erwartet, dass dein Bruder sofort zu eurem Vater rennt und sich für Elena einsetzt, oder was? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Eine Schnapsidee bei diesem Mistkerl auf Einsicht oder Mitleid zu hoffen. Ah, Sekunde mal. Ich habe einen Brief für dich. Der sah so amtlich aus, deswegen habe ich ihn mitgebracht von zu Hause, bitte. Familiengericht. Sehr geehrter Van Norden, er geht folgender Beschluss. Die Ehe zwischen Frau Theresa Burger und Herrn Moritz Van Norden bzw. Herrn Konstantin Riedmüller wird gestützt auf den Paragraphen 263 StGB und 281 StGB für nicht rechtsgültig erklärt. Und demgemäß mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das Familiengericht hat den Vorgang zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdachts auf Betrug an die Staatsanwaltschaft übergeben. Das war's also. Ein paar trockene Sätze vom Gericht und alles ist vorbei. Dazu das Verfahren wegen Betrugs. Mehr gibt's da von offizieller Seite wohl nicht zu sagen. Wie die Sache vor Gericht wohl ausgeht. Wenigstens müssen wir nicht weiter lügen. Ich wusste, dass es nicht Moritz ist, den ich heirate. Endlich.
Endlich ist diese Farce vorbei. Tja, jetzt bist du geschieden und warst noch nicht mal auf deiner eigenen Hochzeit. Nicht geschieden. Die Ehe wurde annulliert. Ja, wie auch immer, aber sowas können nicht viele von sich behaupten. Das ist nicht komisch. Mein verfluchter Bruder hat sich in mein Leben geschlichen, aber das ist jetzt Geschichte. Genau. Du bist Moritz van Norden und glücklicher Single. Glücklicher Single. Mein Leben, mein Beruf, mein Namen, das hätte er alles behalten können. Wenn er mir bloß mein Vertrauen zu Theresa nicht genommen hätte. Das war's. Jetzt ist es amtlich. Würdest du mich bitte allein lassen? Ja, das ist vielleicht ganz gut so. Nach dieser Annullierung können alle wieder von vorne anfangen. Ja, Moritz. Ich habe mich entschieden, das wollte ich dir nur kurz sagen. Ich reiche einen Entwurf für den Anbau des Clubhauses ein. Oh, ausgezeichnet. Und diesmal gebe ich mir wirklich Mühe. Eine sehr gute Entscheidung. Darauf sollten wir doch ein Schlückchen trinken. Ja, Champagner. Für mich nicht. Es gibt nichts zu feiern. Nicht mal, dass die Ehe zwischen Konstantin und Theresa annulliert wurde? Deswegen bekomme ich mein altes Leben nicht zurück. Wenn ich an dem Wettbewerb teilnehme, dann will ich als Architekt behandelt werden. Und du bist in erster Linie mein Investor, nicht mein Vater. Das habe ich von dir auch nicht anders erwartet. Ich mache mich dann mal die Arbeit. Kompliment. Eine ausgezeichnete Idee nach diesem Desaster am Morgen, sein Ehrgeiz mit einem Wettbewerb anzustacheln. Aber wie machst du das eigentlich mit den anderen Teilnehmern an dem Wettbewerb? Du hast doch gar kein Geld für den Anbau. Deswegen ist Moritz auch der einzige Teilnehmer. Der Wettbewerb wird nicht öffentlich ausgeschrieben. Also, ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr dir Moritz am Herzen liegt. Ja, er ist mein Sohn. Also, wenn ich noch ein paar Grundstücke verkauft habe, finanziere ich dir den Anbau. Versprochen. Oh, danke. Dann hat er endlich ein neues Referenzobjekt und kann allen zeigen, dass er nach seinem angeblichen Burnout wieder ganz der Alte ist. Ich sag's dir, Hildegard, der Pfarrer Gutmeier und der Pfarrer Schriddl, die hätten irgendwas aus miteinander. Also jetzt siehst du langsam Gespenster. Ach, ich sehe Gespenster, ja. Darf ich dich daran erinnern, wie das Ganze überhaupt angefangen hat? Mit einer Maus. Nein, damit, dass du gesagt hast, du hättest einen Geist gehört. Ja, aber im Gegensatz zu dir habe ich den wenigstens gehört. Du spekulierst ja nur, was die Herren Pfarrer gesagt haben könnten oder was? Nicht. Alfons, ich gebe ja zu, dass es dir Sorgen macht, aber jetzt hab doch mal ein bisschen Vertrauen in den Niederbühl und auch in die Tanja. Dann geht's dir nämlich auch gleich besser. Hallo, Tanja. Komm ins Rhein. Ist was passiert? Jetzt um doch nicht gleich so. Hallo, Tanja. Hallo. Der ist schon den ganzen Tag so, sieht nur schwarz. Ja, in dem Fall hat er leider recht. Ich habe gerade mit dem evangelischen Pfarramt telefoniert. Wir können die Kirche jetzt doch nicht nutzen. Wir haben irgendwelche Risse im Mauerwerk entdeckt und die müssen jetzt repariert werden. Ja, was habe ich gesagt? Das ist alles nur ein Vorwand, damit wir nicht dort auftreten dürfen. Wer sagt dir denn, dass das nicht stimmt mit diesen Rissen? Ach was, das ist doch sonnenklar. Vielleicht sollten Sie erst mal nachprüfen, was es mit den Baumängeln wirklich auf sich hat.
Tanja, das ist ein Märchen. Aber nicht mit mir. Sie haben doch jetzt dann das Interview mit dem lokalen Radiosender, um den Chor zu präsentieren. Ja, darum komme ich ja jetzt gerade her. Was willst du denn machen? Da gehe ich mit. Da wird's ja schon. Hast du auch einen Brief vom Gericht bekommen? Und? Zufrieden? Zufrieden. Wie geht's dir denn so in deinem neuen, alten Leben? Ich komme klar. Mehr kann ich im Moment nicht erwarten. Aber was machst du den ganzen Tag? Ich beteilige mich an einem Wettbewerb, den mein Vater ausgeschrieben hat. Er will das Clubhaus auf dem Golfgelände vergrößern. Ja, das ist schön, das freut mich. Ich stürze mich auch in Arbeit, das lenkt irgendwie ab. Ich weiß, du kannst mir nicht verzeihen, aber trotzdem. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass es mir leid tut, dass deine Ehe gescheitert ist. Aber das tut es nicht. Im Gegenteil. Sie bleiben sachlich. Ich habe es Ihrer Frau versprochen. Keine Angst, Tanja, ich werde ganz diplomatisch sein. So ein bisschen öffentlicher Druck bewirkt man. Können wir? Ja, selbstverständlich. Hallo. Hallo. So. Es geht also um ein Chorstück. Vielleicht erzählen Sie mal ganz allgemein. Mein Großonkel Sebastian Fichtner war ein ebenso großartig wie auch verkannter Komponist geistlicher Musik. Ja, das ist so unrecht vergessenes Werk, wir demnächst uraufführen wollen. Also ja, aber das scheint ja nicht so einfach zu sein, wie man hört. Also es geht das Gerücht um, es gäbe einen regelrechten Kampf um die Kirchen im Dorf. Nein, also Kampf wäre zu viel. Gesagt. Viel zu viel. Also davon kann wirklich nicht die Rede sein. Natürlich würden wir uns ein bisschen mehr Unterstützung im Ort schon wünschen. Zum Beispiel, dass der Klerus Ihnen den Auftritt in den Kirchen erlaubt? Wir hoffen natürlich auf eine einvernehmliche Lösung. Zwischen Ihnen und den Vertretern der Kirche ist also alles in Ordnung? Ja, im Grunde schon. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung. Aber was würden Sie denn sagen, wenn Pfarrer Gutmeier Sie als einen egoistischen Sturkopf bezeichnet hätte? Hat er das? Ja, nicht mir gegenüber. Ich und egoistisch. Ich mach das alles nur zum Wohle der Allgemeinheit. Und jetzt dürfen wir das Werk nicht einmal in der Kirche aufführen. Ich habe ja gehört, Sebastian Fichtner sei unehelich geboren und nahm sich das Leben. Könnte das der Grund sein? Ja, das könnte es. Aber wissen Sie, was hier verschwiegen werden soll? Nein. Dass mein Großonkel das Kind des seinerzeitigen Pfarrers war. Ah, das ist ja interessant. Was aber der Herr Pfarrer Gutmeier nicht etwa seinem Vorvorgänger vorwirft, sondern meinem Onkel und seiner Mutter. Und das ist ja wohl unglaublich, oder? Das ist ja noch interessanter. Ja.